bestimmt, die Aufnahme ist jetzt schon 3,5 Stunden lang. Was ist jetzt da oben? Schnapp es dir. Hast du die Tür allerdings nicht verborgen? Hm. Jetzt kommen da die ganzen Quests. Stimmt, stimmt, stimmt. Ah, abgeschlossen. Der Schatten Nordaus wird sich nicht für lange in den Kasadun 10 Shop-Punkte. Cool. Cool, cool, cool. Ja, wie sieht's aus? Willst du noch eine halbe Stunde machen? Willst du bis um 11 durchmachen oder? Können wir schon. Okay, dann nehme ich mal an. Wir haben noch keine Spur von Durins Fluch gefunden. Ich habe ja auch später angefangen, dummerweise. War so nicht beabsichtigt. Ah, das ist das Rätsel, ne? Und mit den ganzen Zwergdrachen hier, das war ein bisschen blöd. Die waren anstrengend mit den Giftfeldern und dann spucken die so. Ja, das fand ich nicht so cool. Schauen wir mal. Das Rätsel fand ich geil, aber diese Zwergdrachen hier, die sind echt anstrengend. Mhm. Ein Rätsel. Löst Zungenbrechers Rätsel. Es zischt wie Speck in der Pfanne, bin aber nur aus einem Ei gemacht. Ich habe jede Menge Rückgrat, aber mir fehlt ein gutes Bein. Ich schäle mich wie eine Zwiebel, aber ich bleibe noch ein Stück. Ich bleibe doch ein Stück. Ich kann so lang sein wie ein Fahnenmast. Okay, das wäre echt, das wäre sehr erschreckend. Passe aber durch, doch in keine Löcher. Was bin ich? So lang sein wie ein Fahnenmast. Hm, Speck. Speck in der Pfanne wäre schon geil, ja. Oh, ach, dort müssen wir alle umhauen, stimmt. Ja. Doch irgendwo auch die Nester, da kommt auch noch dieser Teil. Hm. Ja. Ich? Jetzt? Genau, hier sind diese Nester. Da links ist das Gewölbe. Oh, Eisen für dich. Mhm. Hier wären auch Sachen, viele Schränke des Weisen. Für den Gelehrten. Stimmt. Da finde ich, gut, in Moria fand man immer noch relativ viel, obwohl ich hier gerade nicht so, komischerweise gar nicht so viel bekomme, aber wahrscheinlich töten wir die falschen Gegner die ganze Zeit. Möglich. Zieht sich irgendwie eh den Gelehrten zu leveln. Ja, das ist, der ist wirklich schwierig. Vor allem, wenn sie die zweite Stufe haben, weil es die erste geht noch so einigermaßen, aber dann auf 2 hochzukriegen, habe ich schon teilweise aufgeben. Hm, ja, kannst du höchstens mit den, universellen Zutatenbündel. Ich weiß nicht, ob das möglich ist. Ja, da wirst du einige brauchen, um da hochzukommen. Okay. Ach, wenn wir genug Geld haben, können wir uns auf Evernight einfach die Zutaten kaufen. Oder die ganzen Rollen. Ja, mal schauen, wie das Auktionshaus da ist.
Ich denke, das ist gefüllter. Auf jeden Fall. Das mit Sicherheit. Ja, da finden wir schon was. Ich würde sonst auch mal im Chat da einfach fragen. Ich denke, die werden einiges haben. Übrig haben auch. Aua! Ja, der macht voll Damage. Wie? Okay. War da unten denn noch was? Ich glaube, die andere Quest dann, die da kommen noch. Na, die Kristalle, die brauchen wir auch noch. Ah. Da braucht ihr einfach alles. Alles. Komplett. Kommen wir nie wieder raus. Denn nicht hängen wir hier in irgendeiner Quest fest, weil wir irgendwas davon brauchen. Rausgeht. Raus. Wenigstens sind die kleinen Krabbelkäfer einfach nur. Oh, Gott sei Dank. Lass uns einfach nur in Ruhe. Okay. Ich bin doch zurück, weil da nichts mehr ist. Ja. Okay, das sieht aber erstmal gut aus. Also hier ist nichts weiter. Wenn bloß die Kleinen da sind, geht's, ja. Ist aber noch so eine große Tante. Hä? Nö. Ha! Nice. Da ganz hinten. Ja, wenn die da hinten bleibt, ist es in Ordnung. Geht noch ein Kristall, da hinten ist er. Ja, an dem Bilde. Braucht man noch ein Nest und noch also eine. Ich muss wieder weiter oben. Wieder laufen wir zurück. Irgendwie zurück, ne? Die Treppe hoch und dann. Die anderen Viecher sind auf der anderen Seite. Genau, Drachen und Rätsel. Ups. Brauchen wir noch irgendwo ein Nest? Ach, da oben. Ah ja. Oh oh. Nein. Eventuell habe ich einen angeschossen. Aber nur eventuell. Ich bin doch der Jäger, der jetzt Zeug anschießt, was er nicht anschießen soll. Na klar, kommt noch einer. Los, spring, Bärchen, spring! Okay.
Petra. Mhm. Aber sowas von. Sind wirklich ätzend. Diese scheiß kleine Feld, was die da legen. Alter Finne, also die hauen richtig Schaden bei dir raus. So, ich würde sagen, das Rätsel ist die Schlange. Also das Lösungsrätsel ist genau da. Okay. Ich hätte lieber Speck bevor eine Schlange. Ja, ich auch. Mag Schlangen jetzt auch nicht so. Zwei, das wird lustig. Das kriegen wir hin. Okay, der eine ist schon tot. Ja. Bärchen Power! Uhu! Umtor. Noch zwei. Okay, da kam angeflogen. Okay. Schön. Sehr schön. Ja, sehr, 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 sehr schön. Okay, dann kann ich aber die am tiefen Abgrund erst noch rauspacken, weil das müssen wir später machen. Achso, das ist ja, da kommen wir her, ne? Tiefer Abgrund. Oder ist das die Kammer des Scheidewegs? Gewesen. Ich verwechsel das. Will mal gern mal. So, mal gucken. Auf jeden Fall können wir auch eine Aufgabe, ich glaube, zurück. Relativer Abgrund kommen wir her. Ja, für Ziege bleiben wir See zurück. Es ist an der Zeit, die Orks aus unserem Königreich zu vertreiben. Was, oder? Ach nee, kommt doch noch was. Jetzt sollen wir noch abbauen. Ja. Das macht das Licht auf darum. Ja. Oh, bloß die Acht. Mithril finden wollen, müssen wir uns erst um die Orks kümmern. Blau verfärbt ist. Hier. Ja, na toll. Hast du da hinten schon welches? Ja, zwei Stück. Ah, auf der anderen Seite, okay. Ich da mal schnell rüber. Treppe runter ist das nächste, glaube ich. Gleich mal schauen, ob da der Weg halbwegs frei ist. Zu dem, ja. Ich glaube, zum anderen auch. Sieht ganz gut aus. Okay.
Mensch sein. Fertig. Ey, cool. Ich auch hin. Moment. Beide. Reichhaltige Kasateisenader da hinten. Mhm. Ich riskier's mal. Ging doch ganz gut. Ja. Ich hab den abgelenkt, deswegen hat er das nicht mitgekriegt. Mhm. Ja. Ah. Brauchen wir nur noch 68 von denen. Okay. Später. Hallo Lantus, so spät noch? Hast du morgen frei? Ja, hab ich. Ja, wir sind aber auch nicht mehr so lang da. Maximal 23 Uhr und dann... Dann machen wir Feierabend für heute. Wir sind ja doch schon eine ganze Weile live heute. Oh. Genau. Dann ist die Ziege nehmen. Wo bringt er uns hin? Hauptsache weg. Ah, tiefer Abgrund. Sehr schön. Passt ja. Echt super. Ich glaube, ich will mich gleich zum Haus porten, wenn wir am Schluss sind, das ausräumen und gleich die Charaktere transferieren. Ja, mach ruhig. Dann können wir morgen wenigstens in aller Ruhe schauen, wo wir das Haus holen und Sippe bitte machen. Ja. Okay, drei Balken fehlen noch bis 55. Passt mir gut, mein Wecker geht morgen um 5.30 Uhr. Super. So, Tat verliehen. Der erleuchtete Weg habe ich nicht. Was? Wieso habe ich das nicht? Ja. Wo ist denn Ligmund? Ligmund und Kammer des Scheidewegs zu erreichen, müsst ihr euch vom tiefen Abgrund aus Richtung Norden Delfblicklager begeben. Achso, wir können ja nach Delfblick zurück. Müssen wir nicht sowieso hin? Dann können wir zurückporten und können uns einfach in der Kammer des Scheidewegs dann abstellen. Da würde es ja wahrscheinlich weitergehen. Wie gesagt, ich würde sowieso ins Haus gehen und das ausleeren. Achso, okay, dann porte ich dorthin und hole auf jeden Fall schon mal den Reitpunkt. Auch eine Idee. Ja, das hole ich mir noch. Wobei, ich bin ja hier gebunden. Achso, soll ich rufen? Warte mal, oder? Wo bin ich? Ne, passt sogar. Dolphinview bin ich, der Delfblick. Okay. Wie weit ist mein Beruf schon? Ich glaube, könnte schon fast reichen, ne? Fürs nächste Level dann. Ich habe noch ein halbes vor mir. Schon 56 ist es. Na gut, bis dahin bin ich lang. Steinra. Oh, lautes Wasser wieder. Geht eigentlich. Also bei OBS sah es jetzt nicht so laut aus. Jetzt mir genau zurückgerinnen. Ja, ich kann das gut. Ich kann das richtig gut. Ich kann das sehr, sehr, sehr gut. Das ist so einer meiner Spezialitäten. Ich gleich hinterher, genau. Ja, ich hab auf den Chat geguckt. Das ist meine Ausrede. So. Mal das Scheideweg. Doch da oben, oder?
den ganzen Weg bei Turins Weg durch und dann da hoch, ja? Genau. Und doch hier runter und dann geradezu einfach nur. Ich finde das schon. Ich finde das. Gott, wie oft ich hier die Treppe verfehlt habe und dann unten lag. Das echt am Anfang ist mir das echt oft passiert, weil ich die Kamera nie so weit nach unten, also nach vorn gekippt habe. Einfach losgeritten, so boing und nach unten. Tschüss. Mhm. Passiert? Ja. Ja, und ich konnte auch nicht beim Steinrad, diese dünne Brücke, bin ich auch ein paar Mal runtergekracht. Weil mir das zu dünn war. Ich habe das irgendwie nicht gecheckt, gerade einfach nur W zu drücken und gerade zu reiten. Ich habe irgendwie immer die Maus benutzt. Und es war dementsprechend auch schlecht. Die Brücke hier ist breiter, die andere war irgendwie schmaler. Ich bin immer so, irgendwie so. Und dann war. Ja. Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung, was ich da gemacht habe. Ach, schön. Ein verschnörkeltes Bruststück. Au. Ah, sehr gut. Ich wollte es nur mitnehmen. Ich werde die ganze Rüstung sowieso nicht aufbauen, aber wenigstens das eine da. Jupp. Ein unerwarteter Schatz. Dann bräuchten wir auf Evernight mal einen englischen Namen, oder? Für eine Sippe. Ja, könnten wir uns anders überlegen, ja. Und so irgendwas. Was Kurzes. Tu. Wir haben noch keine Spur von Durins Fluch gefunden. Oder Deadly. Oder irgend sowas, keine Ahnung. Ach, wir gucken mal. Irgendwas. Das Haus Durins wird für immer fortbestehen. Die immer Toten. The always dead. The always dead. So. Wenn wir runterspringen, dann ist man ja im Wasser weg. Genau, wenn du runterspringst, dann hast du auf FIFA abgekürzt. Boah, jetzt fehlt mir echt nur noch ein Balken. Sauerei. Oh. Ring. Gott, jede Quest. Wow. Jede Menge. Ah, hier ist noch was zum Abgeben, oder? Fortführen? Ah, fortsetzen. Scheiße. Dann würde ich hier binden. Gute Idee. Vielleicht stehen wir schon bald Herrn Balin gegenüber. Das kann ich beenden. Da, komm, Arthur, jetzt aber. Die kannst du noch beenden, oder? Ja, trotzdem gleichzeitig. Schiss. Ja, wieder 3000 Erfahrung. 3000? Mhm. Wie viele Gegner wären das? Weißt du, wie viel der Gegner bringt? Hat er irgendeine Quest, die mir schon abgeben kann? Statue anklicken. Nee, bloß dahin, mal schauen, wie ich zurücklaufe. Kann man sie schon abgeben, aber ich glaube, das wird nicht reichen. Hat er jetzt eine Erfahrung gebracht? 215, okay. Hm? Mal schauen, wie ich die Quest abgebe, ich glaube, die ist fortsetzen dann, oder? Ja, weiß ich jetzt gar nicht. Ja, das weiß ich auch nicht. Er hat 337 gegeben. Schauen wir mal, dafür gerecht. Level up! Hui! Siehste? Ah, weil wir die beiden noch umgebracht haben da. Ein Mann frei. Nice. Es ist an der Zeit, die Orks aus unserem Königreich nice. Zu vertreiben. Direkt mal schauen, kann man jetzt die Waffe schon schmieden oder noch nicht? Nein. Geht auch noch nicht. Und sind alle 6 Level, was er krummelt soll? Keine Ahnung. Genau, jetzt kann man die ganzen Quests hier annehmen. Nee, das sind nicht. Nee. Das sind die Instanzquests, ne? Ja. Aber die Statue konnte ich nicht anklicken. Hast du die Statue? Hingelaufen bloß und hat er sie ja entdeckt. Das ach hat er so. Gereicht. Ach so. Ja, gut, das hat er. Abgeben. Nice. Cool. Gut. Mal etliches geschafft heute. Oh ja, also wir haben wirklich sehr viel geschafft. Wow. Wow. So, jetzt sind wir schon auf Durins Weg.
Also wir haben hier vorne die Großbinge abgeschlossen, die Silberzinneradern und sind jetzt hier oben. Also drei im dritten Gebiet. Nicht schlecht, nicht schlecht. Cool, dann ja, sind wir für immer quasi weg von diesem Server und bedanken uns ganz herzlich für dieses Stück, was ihr mit uns zusammen durchgestanden habt und begleitet habt auf YouTube. Vielen, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen erstmal. Und in der nächsten Folge wird es dann auf dem neuen Server weitergehen. Genau. Aber ihr werdet gar keinen Unterschied merken. Also, wirklich. Es werden wahrscheinlich mehr Leute über den Weg laufen. es werden uns mehr Leute über den Weg laufen, genau. Das stimmt. Ja, aber sonst wird alles beim Alten sein. Und wir werden auf jeden Fall auch die Schwierigkeitsstufe einstellen können. Sobald wir das machen können, werden wir das dann tun. Genau. No. Okay, dann gute Nacht, Herr Artu, und Nachti. Ciao, ciao.